zurück zu Marthas Rast. Ja, gehen wir. So. Fertigkeiten wollte ich einmal. Dann Esper-Fertigkeiten. Da haben wir, glaube ich, auch alles, was wir brauchen. Ich schick. Ja, bitte, Angel. Wie kann ich dir helfen? Schreib es, weil ich muss nämlich mal ganz kurz Pipi. Das heißt, wir machen mal eben eine Pipi-Pause und sehen uns gleich wieder. Aber ich lese gleich. Sag mal, warum ist Tobi so ein sexy Motherfucker? Weil er meiner ist. So. Ganz einfache Antwort ist meiner. Deswegen. So ein Ding ist das nämlich. Boah, der Streamplan ist auch einfach mal unfassbar alt. Ich muss mal gucken, dass ich da ein bisschen was, ne? Dass ich da mal so ein bisschen was nacharbeite, glaube ich. Nö, gibt's nicht. Kannst du vergessen, weil wenn du ihn klauen wollen würdest, musst du an mir vorbei. Und das wird keine schöne Angelegenheit. Weißt du, ich bin keine aggressive Person. Ich bin eigentlich so jemand, ich tue keiner Fliege was zu leide, ne? Aber es gibt so ein paar Dinge, da gehe ich über Leichen. Und so hört sich das dann an. Na, Torgal, wie geht's dir? Hier, Angel kannst du verknüppeln, Hami. Der will Tobi klauen. Kann er mal schön knicken. So bleibt er lange frisch. Weißt du, wie heiß das Wasser sein darf? Schaut interessant aus. Ja. Ja, so, so. Aber Öl. Öl wird heißer als Wasser. Nee. Ich glaube, ihr beide kennt euch noch nicht, Hami. Ich frage für ein Schulprojekt. Nee, ich glaube, ihr seid noch nicht miteinander bekannt. Zwei weitere sind vergangen. Verstehe. Kommt mit nach oben. Nun, wisst ihr Bescheid. Im Krieg habe ich viele Träger sterben sehen. Doch niemals so. Und alles aber Hami, ganz ehrlich, eigentlich ist er ein ganz Lieber. Er ist wirklich ein... Er gehört zu den Guten. Also begnügt man sich stattdessen mit ihrer Menschlichkeit. Es ist ja nicht so, als hätte niemand Mitleid mit ihnen. Doch solange wir nur im Verborgenen Tränen für jene vergießen, deren geschundene und blutende Schultern uns tragen... Ich glaube, kochen darf es nicht sein. Also unterstützt du Sid und seine Leute? Tja, ich helfe, wo ich kann. Mit den Gil, die der Laden hier abwirft, kaufe ich Träger frei. Deshalb hat der Abt von deinen Trägern gesprochen. Ja, sie sind mein Eigentum, dem Gesetz nach. Ich nehme mich derer an, für die es keine Hoffnung mehr gibt. Vorteil, du hast immer eine Flasche mit sehr, sehr viel Flüssigkeit drin. Doch, und ich persönlich finde es geil. Nachteil? Bernhard ist fertig mit der Brücke und der Weg nach diesem Pool ist frei. Strohhalm ist nicht für jeden was. Ich hoffe, ihr findet sie. Ist es ein bisschen tricky, sie sauber zu kriegen? Oh, das hätte ich fast vergessen. Und für unterwegs ist sie zu groß. Sid und ich haben noch mehr Freunde in Rosaria. Hiermit geben sie sich euch zu erkennen. Aber zum Beispiel für Sport oder so ist sie auch mega geil. Und meine Tür steht euch jederzeit offen. Und ich habe immer diese etwas über 2 Liter Wasser da drin. Dann packe ich mir da so ein Tütchen von den 1,5 Liter
Instinktpulverchen rein. Perfektes Mischverhältnis. Lord Rossfield und Lady Warwick sind zurückgekehrt. Lang mögen sie bleiben. Sie weiß es. Auftrag abgeschlossen. Okay. Shit! Was macht er denn da? Ah, Clive. Wo kommst du denn her? Ja, auf jeden Fall. Ja, die Hand. Nee, sie ist schon relativ hoch. Nicht mehr wie früher. Darf's nicht so übertreiben. Also ungefähr so hoch wie eine Weinflasche. Ich seh's als Fluch und Auszeichnung meiner wilden und langen Dienstjahre. Also sie passt zum Beispiel nicht in so normale Seitentaschen von Rucksäcken oder so. Mir beim Packen zu helfen, ja, oder? Ungefähr, leider ungefähr. Nicht. Danke, Sid. Für alles. Aber gehen halt etwas über 2 Liter rein. Ich werde euch Hübschen nicht aufhalten. Und solange ihr mir nicht in die Quere kommen wollt, wünsche ich euch das Beste. Und ich habe keine großen Hände, aber ich kann sie schön mit einer Hand auch halten. Ich kannte mal eine Frau. Ach. Sie war gejagt vom Schicksal, so wie du. Hm? Ja, in den Koffer auf jeden Fall. Ich dachte, ich könnte ihr helfen. Aber nur etwas zu wollen, reicht leider nicht. Sid. Ich bin kein Held. Nur ein eingebildeter Narr. Ich schwinge große Reden über die Zukunft. Aber so richtig zuhören wollten mir noch nicht viele. Und wenn sich niemand für deinen Scheiß interessiert, sollte man vielleicht den Mund halten. Aber Clive, merk dir eins. Du bist kein Monster. Du bist derselbe wie vorher. Glaub daran, dann entkommst du deinem Schicksal. Schicksal. Hör zu, du hast es schwer gehabt. Und es wird nicht einfacher werden. Vielleicht wirst du niemandem helfen können. Aber zumindest dich selbst kannst du noch retten. Ich versuch's. Und Jill? Ja, das ist ein Affiliate-Link, also ein Amazon-Affiliate-Link. Ja, werde ich. Ich finde halt, die Flasche hat wirklich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Die hält nicht ewig, weil irgendwann sind Plastikflaschen einfach durch, sind wir ehrlich. Wartet sich auf uns. Also ich tausche die so, ich nutze die ja wirklich tagtäglich und ich tausche die so einmal im Jahr ungefähr aus. Sollte man ja sowieso bei Flaschen, die nicht aus Glas oder Metall sind, machen. Aber dafür ist das Preis-Leistungs-Verhältnis mega geil. Das ist vielleicht noch ein Nachteil, dass sie nicht ewig hält. So, wir sollen nach Üschpool. Und wollen wir mal. Martha hat gesagt, die Fäule sei schuld daran. Nö, das ist egal. Hier ausbreiten. Unterwegs werden wir wohl noch ein paar treffen.
Dann sollten wir wohl immer auf der Hut bleiben. Das ist egal. Easy peasy. Und kaputt. Ich wollte nur das Ding da einsammeln. Da ist noch eine Pflanze, die will ich jetzt aber nicht. Ich wollte nur das Glitzer einsammeln. Da ist auch Glitzer. Easy like this. Haben wir da hinten die Kiste schon? Nein. Alle zusammen. Nein! Oh, die wollte ich doch gar nicht. Na egal. Nice. Also wie gesagt, wenn man so auf der Suche nach einer großen Flasche für Wasser oder so ist, wenn man halt wirklich nur Wasser reintut, ist es nochmal besser. Dann hält die auch länger. Wenn man da aber irgendwie so Mixgetränke oder so reintut, dann kann es halt passieren, dass sie schneller auf ist. Aber das hast du ja bei allen Flaschen. Das hast du ja auch hier zum Beispiel mit Soda-Stream-Flaschen und keine Ahnung was, dass die einfach irgendwann... Die sind einfach irgendwann durch, ne? Ja, ist ja gut. Was willst du? Entschuldige, ich brauche einen guten Kämpfer. Na, ganz toll. Ein Träger. Och, komm. Ich habe keine Zeit, mit einem Herrn zu feilschen. Warte. Das ist doch der schlafende Chocobo. Du gehörst zum Martha. Richtig. Gut. Sie hätte sicher keine Einwände. Es geht ja um Wölfe. Wir haben versucht, mit ihnen fertig zu werden. Genau, ist halt nicht für die Ewigkeit. Das muss man sich einfach, also dessen muss man sich einfach bewusst sein. Waren sie größer, als wir erwartet hatten? Die Fäule hat sie wohl hergetrieben. Sie müssen auf der Suche nach Beute sein. Und ich hatte vorher ja eine, die hatte so einen Griff an der Seite, das war auch cool, aber den hast du nie sauber gekriegt. Und irgendwann fängt das da drin halt an zu schimmeln und du kriegst das aber nicht sauber. Da finde ich die auf jeden Fall besser. Ja, ich töte es. In Ordnung. Wilde Wölfe sind eine Gefahr. Also das ist was ich ja, über die Jahre jetzt gelernt habe, dass sobald du irgendwie so einen Griff hast, ist das super scheiße zum Saubermachen. Und ich würde sie zum Beispiel nicht in die Geschirrspülmaschine tun oder so. Über die Brücke. Dort wartet Bryce. Er sollte wissen, dass er rüber kann. Gut, ab mit dir. Und die mit dem Griff, die habe ich nur sauber gekriegt, indem ich da halt irgendein kennt ihr diesen Chinchilla-Sand oder so? Den habe ich oder Reiskörner oder so mit reingemacht habe. Archangel, vielen Dank für 1000, sage ich schon, für 100 Bits. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Nee, also irgendwie mit Reis und dann ganz viel schütteln. Darüber hat man es dann auch sauber gekriegt, aber es ist halt eine Scheißarbeit. Hallo? Hallo? Stirb doch endlich! Hau ab! Geh weg! Hallo? Weg, habe ich gesagt. Jetzt finde ich diesen Bryce und gebe ihm Bescheid. Was haben wir hier? Da ist so ein großes Vieh. Aber da glitzert auch was. Da glitzern zwei Sachen. Schön daneben, ja, ganz toll. Ja.
Aua! Hau ab! Aua, 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 aua. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich bin noch ausgewichen, du Blödi. Ich hasse es, keine Heilmittel zu haben. Aber wenn man sie in Schwarz bestellt, bespart man nochmal 10%. Ist die Schwarze gerade im Angebot? Okay. Geil. Die gibt es halt auch einfach in unfassbar vielen Farben, ne? Da war ich tot. Na toll. Mehr Kristalle bekommen wir also als Bella. Ziemlich miese Geschichte. Also noch einmal. Also. Sorry. Ich hab da wieder was glitzern sehen. Es tut mir leid, aber ich bin da wie eine Elster, ne? Ich bin da einfach wie eine Elster. Keine Lust, dass du mich gleich hier im in den Rücken. Stirb doch einfach. So. Die haben wir schon mal. Will ich den großen da hinten noch mal machen? Nee, ne? Wir haben ja da hinten eigentlich alles eingesammelt. Yo, Bryce. Immer noch dran fressen. Bist du Bryce? Was geht dich das an, Träger? Dein Freund wollte, dass ich die Wölfe töte. Also habe ich sie getötet. Ich soll dir glauben, dass... Er hat gesagt, ich soll von der Brücke springen, also bin ich von der Brücke gesprungen. Andererseits bist du über die Brücke gekommen. Donnerwetter, bist ein ganz harter, was? Frederick, du Schlitzohr. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, Bestien auf Bestien zu hetzen. Du hast uns gut gedient. Richte deinem Herrn unseren Dank aus, Träger. Easy. Hallo oder keiner?